Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zur nächsten Folge von Alan Wake. Waffen durchladen. So. Was gibt's hier so Schönes? Ein Verband, nehmen wir gleich meins, um wieder mit Tat zu finden. Tarweiterung! Kann ich jetzt meine Armbrust nicht mitnehmen? Der Kult des Baumes wird geboren. Sie sind zu alt, um gegen Monster zu kämpfen. Die Fackelträger sind raus. Wir brauchen was Neues. Ilmo nahm einen langen Zug vom Joint und reichte ihn seinem Bruder. Sie hatten die ganze Nacht getrunken und geraucht. Das Ding aus dem See war kein Mensch. Und die Regierung versucht, es zu verbergen. Ilmo deutete auf die Akten, die sie aus der Forschungsstation gestohlen hatten. Das seltsame Siegel mit der umgedrehten Pyramide. Das Federal Bureau of Control. Wir müssen die Feds fernhalten. Das Ganze auf unsere Weise regeln. Wir brauchen eine eigene Armee. Jakko lächelte. Er liebte es, wenn sein Bruder Ideen hatte. Ilmos Blick schweifte ab. Er sah doppelt. Die Pyramide auf dem Ordner war eine Fichte. Ein Baum, dachte er. Ein verdammter Baum. Es war ein Zeichen. Wir werden den Wald wieder unheimlich machen. So verdammt gruselig, dass niemand nachts einen Fuß hineinsetzen wird. So werden wir die Menschen in Sicherheit bringen. Wir werden Legenden sein. Wir sind der Kult des Baumes und wir wachen in der Nacht. Wir brauchen gruselige Masken. Voller Energie kippt Jakko eine Flasche Achma-Bier auf einmal hinunter. Ja. Was denn? Das muss doch eine Ilmo-Idee sein. Spiegel, ziehe Licht von der Hauptquelle. Elitenschlüssel, Shadow Monster, Lightray, Tri-Taus. Generator. Imus widersteht dem Dunkeln. Ilmo Koskela schreckte aus einem Albtraum auf. Er war schweißgebadet. In dem Traum war er blutüberströmt gewesen und hatte genüsslich Menschen ermordet. Seine Freunde. Als sein Zwillingsbruder versucht hatte, ihn zur Vernunft zu bringen, hatte er auch Jakko ermordet. Ilmo schlug sich die Faust so fest gegen die Schläfe, dass es wehtat. Ihm war übel von seinem Traum. Die dunkle Kraft des Sees wurde immer stärker. Sie versuchte aus Ilmo und Jakko etwas zu machen, was sie nicht waren. Sie in Ilmaria und Jakopi Uotari aus den frühen Tagen von Watery zu verwandeln. Aber sie waren die Koskela-Brüder. Ihre Mutter hatte sie nicht zu verrückten Mördern erzogen. Sie hatten Rückgrat. Sie hatten Ehre. Sie hatten finnischen Sisu. Etwas Schlimmes war im Anmarsch. Das versteckte Gerät, das sie mit der FBC-Station verbunden hatten, hatte in den letzten Tagen wie verrückt Alarme abgefangen. Ilmo würde dafür sorgen, dass sein Kult auf den Krieg vorbereitet war. Draußen in der Nacht trieb die Geschichte weiter, die einen Übergang in Watery gebären sollte, auf der Suche nach zwei anderen Männern, anfälliger für Korruption. Hier. Damit das alles. Wie gesagt, in Colonel Lake müssten wir nochmal hin. Das sind noch zwei, die wir nicht gefunden haben. Hier unten irgendwo.
Ja. Wenn wir das haben, dann sind wir fertig, Leute. Haben wir soweit alles. Ich würde nochmal kurz gucken. Waffenverbesserung. Herr Schaden. Saga bemühte sich, die Sehne der Armbrust so weit wie möglich zurückzuziehen. Zu ihrer Überraschung stellte sich der Verschluss so ein, dass er ihr entgegenkam. Der nächste Bolzen würde ein Monster aufhalten. Man findet ja niemals so viele, dass man alle Waffen upgraden könnte. Das steht fest, Leute. So, jetzt müssen wir mal gucken wegen Management des Inventars, Leute. Hier, es geht nicht so weiter, ne? So, gib mir den Scheiß hier. So, tauschen wir das hier mit ein. Die beiden über. Das kann rüber. Das mit. Und noch mit. Speichern. Hier geht's. So, Leute. Ab nach. Achso, was mich interessieren würde, nämlich ein Erfolg, den ich glaube ich irgendwie verpasse. Nämlich der hier. Ja. Uns fehlt eine Werbung noch, Leute. Wir haben eine Werbung verpasst. Hallo? Hallo, Jakob. Wer ist dieser? So, das ist das Beste. Ich hoffe, wir haben den letzten Fernseher nicht verpasst. Das würde mich echt tief enttäuschen. Das würde mir echt wehtun. So, stimmt ja, warte mal. Schnelle Auswahl. Fangen wir jetzt mal hier hin. Dann können wir nichts, dass wir die ganzen Bolzen verschieben. So. Dann kriegen wir nämlich das Inventar davon mal leer. Also ich würde mal sagen, eine Folge brauchen wir vielleicht noch. Dann haben wir offiziell alles eingesammelt. Ich glaube nicht, dass ich das noch in der Folge hinkriege. Und dann geht der Spaß mit Alan Wake weiter. Aber Alan Wake gibt es ja, glaube ich, keine Erfolge mit alles einsammeln oder so, wenn ich es richtig drin habe. Muss da mal gucken. Aber erstmal machen wir hier weiter. Dann schaue ich nach. Sonst könnten wir theoretisch bei Alan Wake einfach durchrushen. Weil das ist halt auch mein Inventar und sonst was. Gehen wir halt mal erstmal in die Richtung, oder? Irgendwo fängt es ja an, der ganze Spaß. Und da hört der Spaß komm auch wieder schon, auf. Saga. Zurück an die Arbeit. So. Sehr hoch. Das ist halt die Frage, wo könnte der Scheiß liegen, ne?
Hoffen, dass wir es so schnell wie möglich finden. Hallo. Ich zweifle mal sehr stark, dass es hier Kinderreime gibt. Weil wir die erst aufgesammelt haben. Einen Moment, ich habe eine bessere Idee. So Leute, ich bin wieder da. Ich habe leider gerade gesehen, leider fehlt mir das eigentlich in Watery 1. Ich war in der falschen Kategorie. Mir fehlen auch noch Unterlagen. Kultverstecke, das war das, was wir hatten. Ja. Das tut gerade ein bisschen weh, Leute. Dann dauert es auch noch ein bisschen länger. Dann können wir nichts anderes machen, außer penetrant auf die Karte gucken jedes Mal. Um zu hoffen, dass wir nichts übersehen. Aber egal, wo es liegt, wir werden es finden. Auf jeden Fall suche ich noch in der Folge. Ich würde dann theoretisch dann in der nächsten Folge das mal ohne euch schon mal anfangen zu suchen. Und sobald ich es gefunden habe, würde ich mich dann wieder melden. Wie ich es gesagt habe, das außerhalb der Aufnahme suchen würde. Haben wir jetzt eine. Es müsste ja theoretisch schon markiert werden. Hier. Das ist die Launchbox. Heißt, mir fehlt noch das Kind. Das Kinderreim. Golden Lake, zwei Launchboxen. Eines hier. Trotzdem mal ein Stückchen hier reinlaufen. Aber nur zur Sicherheit. Oh, genau wie diese eine Puppe fehlt noch. Ich habe Angst, dass wir jetzt gleich an so einem Kinderreim vorbeilaufen. Ein Kinderreim. Wo wir noch nicht rankommen. Okay. Lass es schon mal einsammeln. Dann haben wir es wenigstens schon mal. General Store. Hier hoch jetzt. Die Tür da unten, die bleibt verschlossen, das weiß ich noch. Geht nicht, 11. Noch eine dieser Lunchboxen. Denk daran, es ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Aber wenn du einen guten Tag hast, ignoriere die ganze Sache. Wow, ein Fragment. Ganz spendabel hier, ey. Richtig nice. Kann auch sein, dass wir die letzte Puppe erst in Watery finden. Aber wie gesagt, das würde ich dann außerhalb der Aufnahme machen, ohne euch. Ich weiß nicht, ob hier unten irgendwas ist. Wird auch hier sein. Ich weiß. Ich drehe auf jeden Fall bei der Vorstellung durch. Das Gebiet so groß ist. Ich laufe hier gefühlt 10 Jahre.
Lass uns noch ein Stückchen reinlaufen. Okay, die hatten wir schon. Ah, Leute. Wie kann ich das Let's Play künstlich in die Länge ziehen? Genau, ich suche alle Collectibles. Warum auch nicht? Ich habe volles Verständnis dafür, wenn ihr einfach ein, zwei Folgen überspringt. Bitte will ich persönlich diese Scheiße auch nicht angucken. So, links oder rechts? Links oder rechts? Ich bin komplett falsch gesprungen. Ich muss hochklettern. Könnte sich noch um eine Ewigkeit handeln. Ja, aber ich bleibe bei der, wie ich es gesagt habe, nächste Folge werden wir alles fertig haben. Weil so lange werde ich nach der Scheiße jetzt hier nicht mehr suchen. Das Z hier mit. Ja. Ist ja, glaube ich, der Übergang. Ne? Komme ich da noch irgendwie durch? Baba Yaga. Barbara. So. Was ist denn? Ah ja, guckt euch das mal an. Da liegt ein Manuskript. Ich glaube, wir laufen jetzt so normal rum, außerhalb des Übergangs. Ändert das natürlich nochmal ein bisschen. Jetzt hat Rake mir wieder hier so schönes hinterlassen, hä? Der Übergang aus Kapitel 2. Der realitätsverändernde Einfluss des dunklen Ortes floss wie Wasser, wie Angst fließt, den Weg des geringsten Widerstands entlang, die Schwachstellen zerfressend, bis sie Risse bekamen, an Orten, an denen die Realität nachgiebiger war, wo eine Geschichte, die immer wieder erzählt wurde, die Fantasie beflügelte, die Angst immer wieder entfachte, die Mauern der Realität aufgeweicht hatte. Orte der Gewalt und der Tragödie, wo Wahrheit und Fiktion verwoben war, wo ein Kunstwerk eine alternative Erzählung vorschlug. Etwas, von dem die Menschen annehmen konnten, dass es wahr ist. Etwas, von dem die Menschen überzeugt waren. Etwas, das sie fürchteten. Je stärker die Verbindung zwischen dem Glauben und der emotionalen Reaktion, desto besser. Je dunkler, desto besser. Der Geist einer Hexe, der einem Mann das Herz aus der Brust reißt. Zwei Brüder, die ihre Nachbarn ermorden und die Leichen in einem Brunnen verstecken. Eine junge Frau, die den überfluteten Bunker heimsucht, in dem sie ertrank. Gute Nachtgeschichten, Sagen, urbane Legenden, die mit einem bestimmten Ort in Verbindung stehen. Das waren die Orte, an denen die Übergänge entstanden. Okay. Ich glaube, hier unten wird nichts mehr liegen. Mal kommen wir da nur hoch. Das wieder sehe. Mann, ich könnte kotzen. Ich nerv dieses Rumgeeier von in dem Spiel. Der Charakter kommt dir aber nicht aus dem Arsch. Das nervt einfach. So, lohnt es sich da überhaupt noch hinzugehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Und das Spiel sagt nein. Das ist halt, was mich gerade so ein bisschen stört einfach, weil du kommst nicht aus dem Arsch in dem Game. So, eine fehlt noch. Jetzt darf ich einmal hier komplett außen rum laufen. Für eine Lunchbox und einen Reim.
Das sackt ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen, Leute. Nur ein bisschen. Haben wir schon. Sollten wir uns erstmal nicht folgen wegen der Leuchtfackel. Rüsten den Kack schon mal aus. Dann würde ich wohl erstmal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. In der letzten Sammelfolge. In Saga. Und somit auf Wiedersehen.